Herzlich willkommen zu Basteln mit Nilem. Heute zu einem Testvideo. Ich möchte mit euch zusammen dieses Fineliner-Set vom Action testen, denn hier steht drauf, das ist wasserfest und wischfest. Ich habe aber auch noch ein älteres Set vom Action, das ist dieses hier. Das ist sogar original verpackt, weil ich das geschenkt bekommen hatte. Ich hatte nämlich schon eins geöffnet gehabt und fand das ehrlich gesagt nicht so gut. Aber da ich das geschenkt bekommen hatte, hatte ich dieses original verpackte noch und es ist ganz gut, so kann ich euch die Verpackung von früher mal zeigen. Da sieht man auch, dass wir hier eigentlich die gleiche Menge haben, auch die gleichen Stufen. Die können wir jetzt auch noch ein bisschen miteinander vergleichen. Und hier stand es noch nicht drauf mit wischfest und wasserfest. Also die sind definitiv nicht so gewesen. Ich habe aber außerdem noch diesen Fineliner und Brush Pen im Set. Und das wäre natürlich auch interessant, das mit dem zu vergleichen. Also ich hätte diese drei Sets, die können wir zusammen vergleichen. Und um das Ganze zu testen, habe ich mir Folgendes noch dazu geholt. Einmal mein Sketchbook mit Aquapapier und Alkoholmarkerpapier, um einfach mal das zu testen. Ich habe mir schöne Aquarellfarben von Gansai geholt. Und ich habe meine Twin Marker, mit denen ich so gerne male. Denn ich habe noch ein Bild gezeichnet vor ein paar Wochen. Und das werden wir damit ausmalen. Also da werdet ihr dann sehen, wie ich es benutzen werde für mich und ob das für mich auch sich lohnt, mit den Stiften so ein Bild auszumalen. Ich habe nämlich mal einen Son Goku Pappaufsteller selber gemacht und dazu gibt es auch ein Short-Video hier auf meinem Kanal. Und da habe ich auch einfach nur Twin Marker und normale Fineliner benutzt. Deswegen bin ich mal gespannt, wie gut sich das jetzt ausmalen lässt mit diesen Stiften. Das ist das, was euch heute erwartet. Fangen wir mal an mit dem Aquarellpapier. Also, hier ist irgendwas auf der Spitze. Ich glaube, der Stift ist ausgetrocknet. Nee, der scheint nicht zu funktionieren. Also die 0,03 funktioniert leider nicht. Machen wir weiter mit 0,05. Ich werde hier auf jeden Fall einen Strich in der Mitte ziehen, damit wir beide Stifte vergleichen können. Hier haben wir die Artist Fineliner. Null Komma null fünf. Einen Strich und einen Kreis. Machen wir weiter mit 0,3. Null fünf. Okay. Der 0,5er scheint auch nicht mehr zu funktionieren. Ah, der Test scheint nicht zu funktionieren, wenn die ganzen Stifte nicht gehen. Das ist natürlich blöd. Ach, wir haben hier sogar 0,1. Null Komma acht. Scheint auch ein bisschen trocken zu sein, funktioniert nicht richtig. Dann 1,0. Auch trocken. Den kann man auch wegschmeißen. Und 2,0. Das kann jetzt natürlich auch dran liegen. Also das ist ein Brush Pen, so wie es aussieht. Der scheint aber gut zu sein. So, der ist auch schwarz. Also von den ganzen Stiften funktionieren die noch. Die können wir wegschmeißen. Die funktionieren leider nicht mehr. Und dann würde ich sagen, nehmen wir mal die neue Packung. Da bin ich schon mal gespannt, was wir jetzt hier haben. Die sind ja von Avec. Da schreiben wir dann auch Avec drauf.
Und hier habe ich schon das kleinste mit 0,03. Da haben wir einen richtigen Stift, also kein Brush Pen. Erinnert schon sehr stark an die Mikron. Die finde ich richtig gut. Das merke ich irgendwie jetzt schon, dass die bessere Schwarz haben irgendwie. Aber wir werden sehen. Ich würde sagen, wir werden auch noch dieses Set hier swatchen, dass wir einfach so einen Vergleich auch haben. Denn das war ja das, was danach kam. Da stehen sogar die ganzen Daten drauf. Finde ich auch nicht schlecht. Hole euch mal da ein bisschen näher. Und werde die jetzt nebeneinander machen. Hier haben wir 0,2 und hier 0, Moment, jetzt habe ich das Falsche genommen. Und hier die 0, ach Moment, wir sollten die auch richtig vergleichen. 0,2 und 0,3 war eigentlich schon richtig. Dass wir die nebeneinander mal haben, 0,2 und 0,3. Dann geht es hier weiter mit 0,4. Also die fühlen sich irgendwie besser an, die Stifte. Und hier haben wir ja, für 0,6 haben wir keinen Pendant. Es gibt hier dann 0,8. Und hier gibt es auch 0,8. Dann gibt es hier 1,0. Also an und für sich fühlen sich die einfach weicher an, finde ich, wenn ich die benutze. Also ich habe ein bisschen, ich tue mich leichter mit diesen Stiften. Und dann haben wir hier einen Brush Pen. Mit 2,0. Und hier haben wir einen richtigen Marker, was ich gut finde, denn so hat man eigentlich, also so ist es sehr gut zum Ausmalen. Also das ist der Vergleich, das zählt jetzt nicht, gell? Also hier 0,2, 0,3. An und für sich sieht man, glaube ich, dass die hier dunkler sind, dass die viel schwarzer sind als wie die anderen. Aber da machen wir jetzt, deswegen auch dieses Aquarellpapier, da machen wir jetzt den Test. Von allen dreien die 0,8er genommen und werde mir jetzt hier was draufschreiben. Also nur vom Gefühl, also jetzt gleiche ich mal nochmal alle drei. Hier tue ich mich am schwersten zu schreiben, weil das irgendwie immer so ein bisschen nachgibt, also weil das ein bisschen so hart ist, damit zu schreiben, genauso wie hier. Und hier ist es ganz weich. Ich kann damit sehr, sehr weich schreiben. Das ist schon mal das Erste, was ich hier feststelle. Und jetzt gehe ich einfach
mit dem Pinsel in eine Farbe und werde hier bei jedem einmal rübergehen, um zu schauen, wie das damit geht. Und jetzt gehen wir nur mit Wasser mal rüber und schauen mal, wie sich das verträgt. Also ich würde sagen, es verwischt schon. Man sieht es auch hier, dass das hier verwischt. Das ist ja total weg jetzt, ne? Einmal rübergegangen, die Farbe ist nicht mehr erkennbar. Die sind auf jeden Fall schön schwarz geblieben. Da könnte es dann sein, dass man das vielleicht im trockenen Zustand, also man muss es vielleicht eine kurze Trocknungsphase noch geben dafür, aber die sind schwarz, aber sonst blutet es aus. Also es ist nicht wischfest, definitiv nicht. Und hier verschwindet auch die Farbe. Also von allen dreien ist das jetzt schon mal der beste. Jetzt machen wir das gleiche nochmal mit den mit den Avec-Feinlinern und schauen mal, wenn ich es einfach mal kurz trocknen lasse, was dann passiert. Und eine Hälfte möchte ich auf jeden Fall mit viel Wasser und eine mit wenig Wasser ausmalen. Schauen wir mal, was passiert. Ich gebe dem Ganzen jetzt mal 10 Minuten. Ich lasse das jetzt mal 10 Minuten trocknen und dann, also die Farbe einfach mal trocknen und dann schauen wir uns das Ganze nochmal an. So, jetzt ist ein bisschen Zeit vergangen. Jetzt werden wir nochmal mit wenig Wasser die Blumen ausmalen. Also so, wie man es normalerweise machen würde, wenn man nur die Blütenblätter ausmalt. Und dann nehmen wir mal ganz viel Wasser mit der gleichen Farbe und machen es einfach mal so. Ja, und ich sehe schon, wie die Farbe wieder verwischt. Also wasserfest ist das dann nicht. Aber die Farbe bleibt schwarz. Also die ist viel schwarzer als wie die anderen Farben, finde ich. Gehe jetzt mal so rüber, dass es euch zeigen kann. Also so wäre es jetzt, wenn ich das abtupfe. Aber ich finde das Ergebnis für den Preis echt gut, muss ich schon sagen. Also wenn man es ein bisschen trocknen lässt, kann man, glaube ich, damit echt gut arbeiten. Also es ist viel besser als wie vorhin und die Farbe ist nach wie vor schwarz. Also ich finde, für den Preis sind die echt gut. Jetzt schauen wir uns das mal mit den Alkoholmarkern an, weil das ist eigentlich das, womit ich am liebsten male, nämlich mit Alkoholmarkern. Also wenn ich Feinliner benutze, dann eigentlich bei meinen Alkoholmarkern. Wir machen erstmal hier den Test. Haben wir auch wieder die 0,8 Stufe und machen wieder das Gleiche. Wir haben hier einmal Avec. Wobei ich mit einem Alkoholmarker nicht drüber gehen würde. Also wenn, dann würde ich das ausmalen. Genau. Ich nehme diese rote Farbe. Und ja, also hier können wir ja einfach mal mit dem Fetten so rübergehen.
Das Ergebnis ist sehr gut. Okay, das finde ich jetzt bei allen dreien sehr gut. Das wundert mich jetzt ein bisschen. Machen wir es mal so, wie wir es wirklich benutzen würden. So, das sind alle drei. Hier sieht man, dass die Farbe hell ist, finde ich. Also hier ist das Schwarz viel satter, wenn wir mal vergleichen. Das ist aber auch nicht schlecht. Also da bin ich echt beeindruckt. Da tut ja gar nichts verschmieren, alle drei nicht. Da hatte ich aber mit denen andere Erfahrungen gemacht. Jetzt versuchen wir es mal auf diesem Papier. Weil das wundert mich jetzt schon sehr. Und dann nehme ich natürlich die neuen Stifte und werde jetzt nicht die 08 nehmen. Also ich werde das alles ein bisschen vorspulen, während ich hier ausmale. Mir gefällt an diesen Feinlinern, dass ich sehr weich damit malen kann. Also ich habe nicht diesen Widerstand, den ich sonst hatte bei den alten Feinlinern. Und dadurch habe ich eine gute Haltung auch beim Nachzeichnen. Also ich verrutsche dadurch auch nicht. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Auch die ganz feinen Stifte, also 0,03, sind sehr, sehr gut, um so kleine Falten in der Kleidung oder ja, hier Lachfalten darzustellen. Also wirklich perfekt, um solche Zeichnungen zu machen. Ich bin echt sehr, sehr begeistert von diesen Stiften. Aber das werdet ihr dann später auch nochmal von mir hören. Aber das ist mir halt während dem Zeichnen aufgefallen. Ich habe jetzt alles damit bemalt. Ich bin total begeistert von diesen Feinlinern. Die sind richtig gut, schön weich zum Zeichnen. Die verschiedenen Stufen, die lohnen sich auch, gerade für so kleine Details, wie Falten und so. Ganz klare Kaufempfehlung, allein schon aus dem Grund, nur zum Zeichnen. Ich kann mir vorstellen, dass die dann auch zum Schreiben sehr gut sind. Also die finde ich richtig gut. Jetzt muss ich natürlich noch gucken, wie sie mit den Alkoholmarkern sind. Aber der eine Test, dieser Test war ja eigentlich richtig gut. Deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass die schlecht sind. Jetzt kommt ja der Haupttest, wenn ich mit dem Radiergummi rübergehe, was jetzt passiert. Weil meistens verschmiert es ja genau dann. Und das machen wir jetzt. Wir gehen jetzt mit dem Radiergummi einfach so rüber und schauen mal, ob da was verschmiert. Nein, also die sind wirklich gut. Ich finde die richtig, richtig gut. Ich finde das toll. Ich werde jetzt alles ausradieren und mit euch zusammen ein bisschen malen, aber nicht alles, nur ein bisschen. Was mir jetzt auffällt beim Radieren, ist, dass die Farbe ein bisschen weggeht. Seht ihr das? Das habe ich auch noch nie erlebt, dass wenn man radiert, weil seht ihr den Unterschied? Hier habe ich radiert. Und hier nicht. Hier ist es schön schwarz und hier wird es jetzt schon ein bisschen grau. Kann ja auch zum Vorteil sein, wenn die Farbe etwas verblasst. Ich weiß aber nicht, ob mir das jetzt gefällt. Muss ich mal gucken, wenn ich es jetzt anmale. Oder ob man sich dann die ganze Arbeit nochmal machen muss und nachfahren muss. Ist ja auch nicht so toll, ne? Ich finde die Stifte trotzdem richtig gut. Muss ich schon sagen. Ich habe schon einige Stifte ausprobiert und hatte dann schöne verwischte. Und es ist dann alles verwischt. Das ist überhaupt nicht schön, wenn einem sowas passiert. Ich werde mit euch jetzt die Kleidung anmalen, damit ihr mal das seht, wenn man mit zwei Farben eben arbeitet, wie das dann aussieht. Also ich fand es richtig gut, mit meinen Alkoholmarkern hier rüber zu malen. Dadurch, dass die Farbe verblasst ist durch dieses Radieren, konnte ich auch Stellen übermalen, die ich eigentlich falsch vorgezeichnet hatte, was nur zum Vorteil ist. Also
Ich kann die definitiv empfehlen, wenn ihr auch gerne mit Alkoholmarkern etwas ausmalt. Ihr könnt dadurch auch Fehler ausbessern und danach im Anschluss nochmal schön mit einem Feinliner Ja, also bearbeiten. ich würde sagen, das klappt wunderbar mit den Feinlinern. Ich bin sehr zufrieden. Ich werde das Bild jetzt fertig malen und zeige euch dann das Ich fertige habe Bild. soweit alles ausgemalt. Mir fehlen nur noch ein paar schwarze Sachen. Und ich dachte mir, das kann ich mit euch zusammen machen, weil dafür brauche ich ja wieder diese Feinliner. Was mir aufgefallen ist, also ich finde die richtig gut. Ich konnte damit super ausmalen. Nur bei der Gelb hat es verwischt. Seht ihr, wenn ich mit der Gelb rüber male, verwischt das. Woran liegt das? Ich weiß es nicht. Liegt es an der Gelb? Weil bei den anderen Farben hatte ich ja das Problem nicht. Also machen wir mal den Test nochmal. Nehmen diese Gelb. Ich meine, die könnt ihr jetzt aber auch schon. Da passiert nichts. Es liegt wohl am Papier. Dieses Papier ist sehr glatt. Dass es vielleicht daran liegt. Das könnte sein. Auf jeden Fall, das ist das Einzige, wo es nicht funktioniert hat. Aber ihr seht, ich kann wunderbar mit meinen Twin Markers und also mein Bild ausmalen. Ich hatte zwar keine richtige Schwarz mehr. Ich weiß nicht, wo ich meine Schwarz hingetan habe. Ich denke, ich werde mir mal wieder ein Twin Marker Set zulegen müssen, weil meine langsam ausgehen. Aber ich habe ja hier einen schönen dicken Stift, mit dem möchte ich jetzt die Augen und die Augenbrauen und auch die schwarzen Haare so ein bisschen schwarzer machen, denn ich habe jetzt diesen Ton benutzt, oder? Also einen von diesen dunkelsten Tönen, die ja eigentlich eher in das Braune gehen als wie ins Schwarze. Und damit werde ich jetzt noch ein bisschen malen an den Stellen, wo es eigentlich schwarz sein sollte. Und dann werde ich nochmal komplett rumgehen. Das werde ich auch alles vorspulen. Ich möchte euch aber jetzt ein bisschen da mitnehmen, weil ich ja eben diese Stifte verwende. Ich male jetzt die Pupillen und Augenbrauen mit dem Schwarzton aus. Und mir gefällt besonders gut, dass das ein schönes, kräftiges Schwarz ist. Ich finde das ganz schlimm, wenn man etwas mit Schwarz bemalen will oder mit Schwarz schreiben möchte und dann hat man keinen ordentlichen Schwarzton. Also das gefällt mir schon mal sehr gut an diesen Stiften. Es lässt sich auch super leicht damit malen. Ich habe dann einfach ein bisschen schattiert, damit es nicht so auffällt, dass mein Schwarzton von den Tönmarkern kein richtiger Schwarzton war. Und dann benutze ich den 1,0 Feinliner, um nochmal alles zu umranden, weil das ja alles ein bisschen heller geworden ist durchs Ausradieren. Und das gibt dem Ganzen dann noch den letzten feinen Touch. Ich habe sogar teilweise Falten der Kleidung dann doch mit diesem 1,0 Feinliner nochmal nachgezeichnet. Und auch das finde ich ist richtig schön geworden. Also ich bin sehr zufrieden. Ja, ich bin sehr zufrieden mit diesen Feinlinern. Ihr seht, das Endergebnis ist wirklich gut geworden. Damit kann ich auf jeden Fall noch was machen. Ich bin sehr zufrieden mit diesen Feinlinern. Also ich kann sie definitiv empfehlen, vor allem für Alkoholmarker, weil dafür werde ich sie auch benutzen. Und ich finde auch dieses Set nicht schlecht, muss ich schon sagen. Also das ist auch noch gut. Ich zeige euch jetzt nochmal dieses Ergebnis von nahen. Also mit Alkoholmarkern, also vor allem diese Twin-Marker habe ich ja jetzt getestet, sehr gut. Auch hier waren ja alle drei sehr gut. Und wenn wir uns das Aquarellpapier anschauen, ist auch dieses Avec am besten, weil die Farbe einfach nicht verblasst, obwohl man mit dem Wasser rüber geht. Seht ihr, wie das Ergebnis aussieht und das? Also da hat das auf jeden Fall am besten abgeschnitten. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir hier einen sehr günstigen Preis haben. Deswegen kann man nicht erwarten, dass es alles perfekt rauskommt, finde ich. Man kann auf jeden Fall zeichnen und dann in der Form schön malen damit. Also für Aquarell ist das definitiv auch geeignet. Wasserfest, also es löst sich ein bisschen auf im Wasser. Das sieht man auch. Also man kann jetzt nicht komplett mit Wasser rübergehen. Dafür ist es definitiv nicht geeignet. Aber ich denke, für Stempelabdrücke wäre das nicht schlecht. Sowohl mit Aquarellstiften als auch mit Twinmarkern. Also für die Twinmarker finde ich es super geeignet und das Ergebnis ist wirklich sehr, sehr gut geworden. Ich hoffe, euch hat mein Testvideo gefallen und ich konnte euch damit ein bisschen helfen, ob das jetzt etwas für euch ist oder nicht. Wenn euch mein Video gefallen hat, würde ich mich natürlich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Abonniert meinen Kanal, dann verpasst ihr nicht, was wir sonst noch alles so machen.
Ich möchte ja auch noch ein paar andere Sachen testen, die ich eben zum Geburtstag geschenkt bekommen habe. Da werden auch nach und nach so Videos dazu kommen. Und ansonsten freue ich mich schon das nächste Mal. Bis dann. Tschüss.